Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Minecraft. Ja, es geht weiter. Ich habe schon ein wenig vorangebaut. Ihr seht, hier flutschen schon die Items. Zwar nichts anderes gemacht, außer hier ein Bundle-Kabel und Weiß direkt hier an unser Belt angeschlossen, also Chapter-Belt. Und habe hier eingestellt nur Single-Items. Hier kann ich dann einstellen noch eins, das habe ich vergessen. Also pro Signal tut er nur ein einziges Item rausziehen. Das habe ich eben deswegen eingestellt, damit ihr auch gleich seht, wie das funktioniert. Dann habe ich hier Bundle-Kabel nach unten gelegt. Und hier unten immer dasselbe gebaut. Einfach. Ja, einfach. Genau, das gehört hier raus. Habe ich zweimal drauf getan. So. Item wie mit da, Bulls, genau. Und hier einfach nach Rot, Items und den Rest alles da hinten rüber, braucht ja kein Mensch. Das habe ich hier überall eingestellt und auch hier das ganze Bundle-Kabel entlang gemacht. Bis hierhin. Hier beim Bundle-Kabel habe ich dann einfach Weiß hier entlang und dann Pulsar, also Redstone Pulsar auch vom Power Crafted halten. Mit alle 60 Sekunden ein Puls von 0,2 Sekunden. Und das alles landet in der Ender-Chest. Die rote ist, damit alles daheim unser Lager ist. Aus dem Grund, damit hier nicht die ganzen Kisten übergehen. Falls ich hier das Let's Play nicht machen wollte. Aber jetzt mache ich es ja, also würde das auch nicht übergehen. Können wir ja vorerst mal deaktivieren. So, was machen wir jetzt in der Folge? Ich denke mal, wir werden uns mal darum kümmern. Ja, eigentlich hätte ich gerne den Kontrollturm. Aber wir haben eher das Problem, dass wir die Items wegbekommen müssen. Ja. Das heißt, ich würde sagen, wir kümmern uns um die Verarbeitung, die da unten stattfinden wird. Dazu gehen wir einfach mal nach Hause, beziehungsweise in unseren anderen Verarbeitungsraum hier hin. Hier haben wir jede Menge Zentrifugen, die werden wir jetzt gleich mal alle abbauen. Mein schöner Dirtel muss leider auch weg. Den brauchen wir hier eigentlich nicht mehr, oder? Mal kurz überlegen, ne? Oder wir lassen das hier so als kleine Nebenproduktion. Per Hand. Oder wir bauen das wirklich alles drüben rein. Ne, ich will das alles drüben haben. Dann tun wir hier mal den weg. Das Programm gibt es ja zum Download, also keine Sorge. Das habt ihr ja schon alle. Hoffe ich halt. Und hier bauen wir die ganzen Zentrifugen ab. Die nehmen wir alle mit. So, wo geht das jetzt abbauen? Ich weiß, warum das Problem mit dem Abbauen. Es liegt an den Solarhelm. Das habe ich schon rausgefunden. Der Solarhelm ist schuld, weil der immer nachladen will. Und sobald er ladet, kann man damit nichts abbauen. Irgendwie voll blöd, aber ist leider so. So, hier können wir die Energieversorgung trennen. Die Desarbeit lassen wir noch. Eine habe ich ja noch. Und hier müsste eigentlich. Ja, das passt schon. Gut, dann haben wir das alles. Ja, dann müssen wir wieder rüber in die andere Richtung. Und hier gehen wir nach unten und sagen, hier werden irgendwo die Items runterkommen, sage ich mal. Ich behaupte einfach mal hier. So, hier kommen sie runter, die Items. Das machen wir ganz einfach mit den, die wir hoffentlich noch haben, mit den, wo wir den Aufzug gebaut haben. Das war, was waren das? Wie haben die geheißen? Das ist eine gute Frage, ne? Hier sehen Sie. Elevator down bauen wir. Bauen wir gleich mal 7. Stück ab. Werden wir hoffentlich vorerst mal nicht brauchen. Ich weiß es selbst noch nicht genau, aber. Denke mal nicht. So, die Pumpe auf alle Fälle. Das brauche ich nicht, das brauche ich die Hopper hier drauf. So. Ist jetzt down, ja. So. Zack. Und dann gehen die Items. Habe ich jetzt nicht hier. Diese Pelt, also diese Förderbänder hier. So, normales Förderband. Da geht die Item mal hier raus, so.
Gut, jetzt ist die Frage, wie machen wir das weiter? Muss da mal kurz überlegen. Das würde klappen, aber ich weiß nicht, ob das die Zentrifugen schaffen würden. Also auf alle Fälle so, jetzt brauchen wir die Abwieder. Oder nee, wir brauchen das gleich anders. Zentrifugen rausziehen ist ja. Nee, das geht auch nicht. Wir bauen die einfach mal hier hin. So, und eine habe ich noch. Boah, die baue ich einfach hier hin, das ist ja egal. So, jetzt müssen wir hier folgendermaßen machen. Das weg, weil wir müssen eins höher raus. Wir müssen hier schon irgendwas drunter legen, was wir nicht haben. Jetzt haben wir halt die ganzen Sachen da oben, ne? Was nehmen wir denn hier am besten? Haben wir keinen Stein mehr? Ah, doch, hier haben wir's. Stone Slabs, das nehmen wir noch mit. Schalter, keine Ahnung, ob wir den brauchen. Ich denke mal nicht, aber egal. Haben wir hier noch irgendwas Nettes drin? Jogger Belt brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir auch nicht. Skate werden wir später brauchen. Vielleicht eine Chest werden wir brauchen. Ne, die brauche ich nicht, aber was ich brauchen werde, ist. Da gibt es folgendermaßen die hier. Ein Diamant. Naja, okay, Diamanten haben wir auch genug, ne? Oder vielleicht genug nicht, aber wir können uns genug machen. Sagen wir mal, nee, ein Stack brauchen wir nicht. 10 Stück circa. Täter da. Alles dunkel hier. Da. Ach, geh. Falsch. Falsche Taste. So wollte ich drücken. Genau, das hier. Diamant, normales und Redstone. Haben wir noch irgendwo was frei? So. Und hier den darauf. Ah, okay. Ich denke mal, 5 Stück werden wir hier brauchen. Und dann kommt hier folgendermaßen. Geht das? Wenn wir das hier so machen, das so und den da unten weg tun, klappt das? Genau, dann schwebt das. Das ist gut. Das heißt, wir brauchen hier Erde oder sowas. Am besten. Na komm, rauf hier. So. Ich hier eine ha freie Hand habe. Nacht ist auch. Also gehen wir noch mal schlafen. Wo sind wir jetzt? Hier sind wir. Gut, dann nach unten. Blab. Hier, folgendermaßen. So muss das sein. Und hier drauf muss überall mal ein Hopper. Ich hoffe, dass das wirklich so funktioniert. Ich habe gesagt drauf und nicht runter. Auf der Seite hier. Zack. Dann kommt hier überall das hier. Und hier überall das. Nein, wirst du. Lass mich in Ruhe. Ich will hier raus, Mami. Ja, ich verstehe dich. Ich höre dich, ich höre dich. Hier auch nochmal. So. Genau, 5 Stück hatten wir. 6 brauche ich. Welcher Vollpfosten war da wieder am Zählen? Gibt gar nicht, ey. Nee, eigentlich haben wir nicht verzählt, aber egal. Aber eigentlich hätte das einfach alles werden sollen. Aber naja, egal. So, und hier machen müssen wir jetzt. Wie macht man das am besten? Das ist natürlich jetzt doof. Geht das vielleicht so oder vielleicht geht es nicht? Mal gucken. Mal das so machen. Und hier was reinwerfen. Ah, okay, es geht.
So, und jetzt müssen wir hier in schwebenden Zustand darauf achten, dass wir hier überall eins zwischen reinbauen. Ja, genau das wollte ich vermeiden, dass wir hier die ganze Zeit irgendwie rumflitzen. So, das heißt, die Items kommen hier runter, hier raus. Und das hier ist nichts anderes als wie eine, ja, Pipe. Logs und Planks, nee, das ist egal, so. Und zwar folgendermaßen, wir sagen hier einfach in die erste Zentrifuge, was da rein soll. Zum Beispiel sagen wir in die erste Zentrifuge so rein, das. Und was haben wir noch viel, ne? Schauen wir mal alle Comps, was wir bis jetzt haben. So, die haben wir schon. Sag mal, hier noch alles. Eisen haben wir noch nicht. Mal hier. Sticky kommt. Das haben wir auch noch nicht. Was haben wir hier? Nix. Okay, mehr haben wir ja noch nicht. Mehr Bienen habe ich noch nicht eingelagert. Aber die hatten ja noch was anderes. Die Ölbiene, die hat noch irgendwas mit Öl, ne? Da müssten wir aber schauen. Da haben wir sicher zu Hause noch was. Damit wir das gleich mit unter tun und jedes Mal, wenn wir eine neue Biene dazu tun, ändern wir das einfach. Da kommt diese Ölkomp noch rein, genau. Und wir bekommen noch das hier. Da müssen wir mal gucken. Das müssen wir vorzeitig aussortieren. Ist natürlich auch nicht einfach, ne? Hier geht's schneller. Falsche Tür. Da geht's raus. Vielleicht haben sie jetzt schon eine Ölkomp produziert. Noch nicht, zum Glück. War der Weg nicht umsonst. So, hier kommt noch so einer rein. Und dann müssen wir das Bett hier einfach rüberlegen mal. Aber zuerst geht's mal da unten zur Sache. Also wir sortieren hier alles ein und alles, was nicht einsortiert wird, landet sozusagen dahin. Und das müssen wir dann mal schauen, was da noch übrig bleibt, ne? So. Na komm. Das ist immer so blöd, wenn man da wirklich so angezogen wird. So. Und das so. Die Frage ist, wohin bringen wir das Ganze, ne? Ich würde mal sagen, das kommt mal einfach in einer Kiste. Alles, was übrig bleibt, kommt in die Kiste. So, und dann folgendermaßen. Hier kommt... Nee, das machen wir nicht. Dann machen wir raus. Seite rausziehen, nee, ist auch blöd. Vorne ziehen wir raus und von unten mal mit Energie versorgt. So machen wir das, weil die brauchen ja alle Bildkraft-Energie. So. Hier nochmal. Da können wir hinten das Förderband sozusagen lassen. Wenn wir halt noch Stein drunter machen, anstatt den Dreck. 8 Stück, das reicht nie im Leben, aber ich weiß, dass wir noch... Wie schaut es denn hier aus? 3-3, das ist gut. Da kommt hier eine Tesserikin. So. Und da. Schauen wir mal in unser Lager. Da haben wir sicher noch irgendwas, was wir brauchen. Ne, da brauchen wir nichts. Blight und Logistik haben wir nichts. Brauchen wir nichts, können wir nichts, tun wir nichts. Aber was mir hier fehlt, sind... Ich hatte ja nicht das. Jetzt nämlich. Okay, dann habe ich keine. Okay, dann machen wir das mal so, dass wir hier sagen, ein Stack. Oder habe ich die Tesseract hier drin? Nö. Das ist wirklich doof. Jetzt schauen wir mal, wo bekommen wir jetzt Bildkraft-Energie her?
Bessere kann man keine mehr. Bauen will ich jetzt unbedingt auch keine. Dann müssen wir schauen, wo wir entweder mit einer Energiezelle oder wir klauen uns hier einfach eine vorerst. Genau das machen wir. Wir sind ja zwei angeschlossen, da brauchen wir nur eine, reicht ja. Und schon haben wir eine, ne? So einfach geht das. Man muss nur wissen, wie. Jetzt werden wir aber folgendermaßen machen. Ich habe gesehen, dass wir im System noch eine Energiezelle haben. So. Habe ich die jetzt requestet, die ganzen Pipes, noch nicht? Doch. Genau, hat mir mehr als wie ich dachte. So, du weg. Du runter. Und du runter. Zwar kommt hier dann die Energie. Nee, das geht auch nicht. Aber da auf der Rückseite können wir mal hier die Energiezelle hin. Zack. Dann schalten wir das auf Output um. Und hier machen wir Megajoule. So. Receive only. Das müsste die laden, ja. Genau, so wollte ich das haben. So, dann haben wir hier einen kleinen Puffer von einer Energiezelle. Sollte irgendwann mal was sein, haben wir hier noch ein bisschen, ja, Luft sozusagen. So, du auch ohne Signal. Schaut nicht schlecht aus, ne? Tier. Brutal irgendwie, aber egal. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn alles an? So, du. Diamant. Iron tun wir in die anderen rein. Will auch, das heißt du. Du und du. Und hier kommt rein Diamant. Eisen. Und hier kommt rein Öl. Jetzt ist meine Frage, ob das in den Hopper reingeht. Was haben wir hier gesagt? Die hellen. Das werden wir gleich mal testen. Wie wir rauskommen. Jetzt müssen wir natürlich vorerst hier noch eine Pipeline. Und zwar nicht in die Kiste, sondern hier entlang. Und hier entlang. So. Das heißt, jetzt müssen die Item alle unten landen. Und zwar, wenn ich hier dann mal... Nee, das haben wir nicht. Auch nicht. Welche Items waren das jetzt? Die wir als erster Stelle hatten. Wo waren das? Da, die sind es. Die mal hier wegschmeißen. War da falsch? Dann machen wir mal so. Zack. Sind die hier rüber? Oder auch nicht? Ah, okay, die landen alle in der Kiste. Das heißt, die Kiste muss doch weg. Du hier hin. Du da drauf. Ui. Wenn man ein bisschen fliegt, dann geht das ziemlich ratzfatz hier. Mit der ganzen Sache da. So. Aber jetzt, oder? Genau. Geht das nach unten? Nein, geh runter. Super, das habe ich nicht gesehen. Ist das da reingegangen? Ja. Das heißt, wenn wir hier was draufschmeißen, seht ihr, das verdient da ein wie bei einer Goldpipe, ne? Okay, jetzt ist einer weitergegangen. Der landet da hinten in der Kiste. Und landet sozusagen in Hopper und wird hier nach und nach abgearbeitet. Ist natürlich wieder das Problem. Ich würde das gerne, sehr gerne mit diesen... Ja, Pilz hier rausziehen, aber ist leider nicht möglich. Weil der ja wieder alles rauszieht wahrscheinlich. Und ich glaube nicht, nee, ich kann da nicht sortieren, welche Items er rauszieht. Das ist leider ein Problem. Hm. Naja, ich würde mal sagen, wir schalten hier mal kurz an auf... Nur deshalb, 10 Sekunden. Und schauen uns das Ganze mal an. So, die Items gehen hier runter. Kommen hier runter und ihr seht, die teilen sich alle so auf, wo sie hingehören. Hier sind die drei. Die gehen weiter. Irgendwie kommen da keine Diamanten, ne? Wo landen die?
Okay, da kommen jetzt erst die ganzen anderen, okay. Dann machen wir mal die Diamanten zuerst, damit wir sehen, wie das aussieht. So. Das heißt, die Diamanten müssten dann hier eins weiter und da reingehen, genau. Zack, und die versammeln sich da oben. So wollte ich das haben und so können wir die nach und nach dann bestücken. Und von unserem Turm oben dann, den wir bauen werden, kann man dann, wenn man hier steht, dann schön zuschauen, wie die ganzen Items rausgezogen wird und wie sie sich bewegen. Auch was Schönes, na, kann man zuschauen, aha. Das ist natürlich eine feine Sache und jetzt sagen wir hier einfach alle 30 Sekunden soll er mal pulsen, ne? Man kann sich auch hier hinstellen, dann würden sich die Items auch in unser Inventar begeben. Glaube ich halt. Schätze ich mal. Hoffe ich halt. Keine Ahnung. Verkaufe nix. Verstehst du? Jetzt ist es die Frage, wie wir den ganzen Schotter hier wieder rausziehen, ne? So, hier haben wir schon einen Diamanten. Das ist echt genial. Die Frage ist echt, wenn wir das jetzt mit diesem Feld raufziehen. Ich teste das einfach jetzt mal. Wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie ich es mir vorstelle, aber kann man nichts machen. Hier oben war ein Sau. Dich haben. Einen Schalter habe ich. So, dann versuche ich auch mein Glück. Vielleicht klappt es ja. Ja. Er zieht genau die Koms raus. Zack, die als erster. Das ist natürlich doof. Und hier kann ich aber leider nichts einstellen. Last Slot. Ne, ist wieder zuerst die. Und dann erst die anderen. Ist doof, doof, doof. Weil ich hier nichts einstellen kann. Sonst würde ich das gerne mit diesem machen. Hier müssen wir aber ein bisschen schauen, da muss ich die etwas aufteilen. Denn sonst wird das wie zu viel werden, denn die haben wir am meisten eben. Öl, dann machen wir hier die rein. Ne? Hier die rein und hier dann die rein. Damit wir die ganzen ein bisschen aufteilen. So. Schalter, gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir belassen es dabei und schauen mal, wie wir das handhaben. Ich werde mir kurz überlegen und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, soweit funktioniert's. So wie ich es haben wollte. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns auch hier hinten um die Bienen. Seht, hier haben wir schon wieder ein paar. Hier auch. Die müssen natürlich alle wieder in den Recycler wandern. Also alle hier rum und in den Recycler. Wenn wir dann unten auch noch einen Recycler bauen, dann bauen wir hier einfach einen zweiten Abgang. Und schön alles in einen Recycler hier unten. Gut, dann bis zur nächsten Folge und ciao Leute. Bis dann.